Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Hexseed. In diesem Projekt werde ich viele Zuschauerwünsche annehmen und auch das vom Multiplayer-Server, den ich leider eben wegmachen musste, auf Attack of the B-Team machen musste, weil Hexseed auf einem Server zu Abstürzen und Performance-Problemen führt. Deshalb mache ich jetzt das Singleplayer Let's Play und dort werde ich auf eure Wünsche eingehen. Was soll ich machen? Was soll ich als nächstes machen in den Parts? Ich werde nämlich immer abwechseln, aber vor allem, was soll ich bauen und wie soll ich bauen und wo soll ich bauen? Und das mit den Clans werde ich auch machen, dass ich verschiedene Städte mache, wo verschiedene Clans untergebracht werden und so weiter. Also es gibt viel zu bauen, es gibt viel zu erkunden, es gibt viel zu entdecken, es gibt alles. Also es ist Richtung Action, Richtung Erkundung, Richtung Haus bauen und so Sachen, geht alles. Und wir machen auch eine große Chocobo Farm und so weiter. Also wer das Multiplayer Let's Play vorher, also vor ein paar Tage vor diesem Video gesehen hat, der weiß ungefähr, wie ich hinaus will. Und ja, anfangen tue ich mit Easy, werde aber, sobald ich eigentlich gute Ausrüstung habe, auf Normal stellen, und wenn ich optimale Ausrüstung habe, werde ich sogar auf Schwer stellen. Aber Easy ist am Anfang eigentlich genau das Richtige, das wir brauchen. Das ist ungefähr normal bei Hexseed oder sogar schwer bei Hexseed Easy. So, also wir nennen die Welt LP World. So. Und machen hier Cheats an, eventuell hänge ich fest oder muss teleportieren oder sonst irgendwas. Der Serve an und Bonus Chest mache ich auch. Nein, machen wir nicht an. So. World Type ist eigentlich bei Hexseed immer Default, weil Amplified das spawnen die Ruinen nicht so gut, und große Biome ist ein bisschen langweilig, deshalb Default und Create New World. Ich hoffe, es ist gleich mal eine gute, weil ich will schon in Richtung Spawn etwas bauen. Also eben, ihr dürft wünschen, was ihr wollt. Ihr seid die Zuschauer, ich bin der Sklave. Nein, der Aufnehmer. Und oh mein Gott, mein Lieblingsbiom, er ist so krass. Ich muss dann noch gucken, ob ich teleportieren kann, aber das ist so genial. Wir haben gleich mal die schönsten Bäume von Hexseed. Ah, so schön. Also hat sich gelohnt, eine neue Welt zu machen. Also die alte Welt war zum Testen da, die war nicht so schön. Und jetzt haben wir hier eine super schöne Welt. Ah, ich liebe es. Okay. Der Plan ist, Meteorit-Shields zu machen und eine Chocobo-Farm zu machen. Dann können wir mit dem Chocobo viel besser reisen. Und der Plan ist, die kleinen Dungeons zuerst zu machen und dann im Weg weiter nach oben zu bauen. Also, ja, zu kommen und dann die großen Dungeons zu machen, die auch richtig viel Spaß machen, wo es ein paar Schildkröten gibt und wo es ein paar Ritter gibt und wo es ein paar alles möglich gibt. Aber ich möchte euch nicht zu viel spoilen, aber ihr wisst schon, also richtig coole Sachen wird es kommen. Hexseed ist richtig cool. Und das war ein Beaver, der irgendwo heruntergefallen ist. Okay, der Beaver. Also, tut mir leid, dass es auf einem Server nicht geht, aber ich werde die Welt dann immer wieder hochladen, damit ihr sie runterladen könnt. Eventuell kann ich die besten Abonnenten, die besten YouTuber, also die am meisten für mein Projekt machen, auch mal auf den Server, also auf den auf einen Hamachi-Server tun. Dann könnt ihr mit mir ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen oder so.
Aber ja, Hexit ist schlecht für Server geeignet. Das hatte ich damals schon entdeckt. Da war ich auch so ein bisschen zurückhaltend. Und ja, es ist halt einfach problematisch. Da kommen immer Meteoriten runter, da kommen immer neue Dungeons, die richtig viel Performance brauchen. Viele Monster. Server stürzt dann wieder ab und alles Mögliche. Das ist zu viel für einen so kleinen Server. Und deshalb ist der Attack of the B-Team. Dort werde ich manchmal Let's Shows machen. Und ja, ich bin immer abends auf dem Server. Andere Leute sind vielleicht auch morgens oder mittags on. Und also wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr gerne auf den Attack of the B-Team Server kommen. Müsst einfach die Videos ein bisschen durchschauen. Oder die Playlist am besten. So, hier haben wir Sand, ja. Eine Wüste haben wir im Nordwesten. Ich muss ein paar Samen unbedingt sammeln. Weil wir haben hier auch keine Tiere, die es Nahrung gibt. Büsche haben wir hier leider auch nicht. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Wir könnten die Wölfe anheuern. Das machen wir natürlich dann bald. Wir gehen hier ans Meer, genau. Wir gehen hier unbedingt ans Meer. Irgendwo hier. Ach, das ist gar kein Meer. Wir gehen nicht ans Meer. Wir gehen jetzt mal kurz hier hin. Lol. Was sind das für Geräusche von Hunden? Richtig laut. Da hat man doch Angst. Angst. So, Pickaxe schon mal gemacht. Und jetzt müssen wir irgendwo hier ein paar Steine abbauen können. Ich finde die Leuchtblumen da, die Pilze, was das sind. Ja, das sind Pilze. Richtig coole Glowing Mushrooms. Die geben sogar Glowstone Dust. Und, also, ja, sehr selten, aber ab und zu. Und, sehen einfach gut aus. Ich werde wahrscheinlich dann nach Osten wohnen gehen, wo wir einfach Platz haben. Hier haben wir sehr wenig Platz. Wir könnten nach Nordosten, dort gibt es auch ein bisschen mehr. Es wäre schön am Meer zu wohnen. Aber natürlich auch ein bisschen herausfordernder. Diamanten. Ich nehme die Diamanten mit. Ha, Diamanten. Gleich am Anfang Diamanten. Das geht bei Hexit. Bei Hexit spawnen die Diamanten auch an der Oberfläche. Und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. So. Also. Nächster Schritt. Steinspitzhacke. Steinaxt. Steinschaufel. Steinschwert. Und ein Ofen. So. Aber am wichtigsten ist einfach, dass wir irgendwo am Wasser wohnen zum Anpflanzen. Weil, ja, einen Eimer haben wir noch nicht so schnell, oder? Also merken wir uns diesen Diamanten dort und gehen ein bisschen weiter. Dort ist auch ein grünes Biom unten rechts auf der Karte. Kann ich kurz zeigen. Da, genau da. Seht ihr? Da ist es grün. Man sieht es halt im Video nicht so gut, aber ich habe es ja jetzt gezeigt, wo das Grün mein. Wo ich das Grün mein. Und jetzt gehen wir mal zum Eisen. Sehr gut. Komm, gehen wir kurz schauen, was das Grün dort ist. Wahrscheinlich ein Dschungel oder so. Dschungel wäre auch interessant, aber haben wir weniger Platz. Also wir gehen wahrscheinlich nach Nordosten. Kurz zum Dschungel, aber dann gleich nach Nordosten. Wir müssen wahrscheinlich Zombiefleisch oder so irgendwas essen. Hier gibt es so viele Wölfe und Chocobos. Okay, Chocobos haben wir auch schon gesehen, aber so extrem viele Wölfe. Das ist krass. Krass, Mann. Voll krass. Oder Pilzsuppe. Können wir auch machen. Aber wir brauchen noch rote Pilze. Nein, nicht braune oder was das für eine Farbe war dort. So eine Mischfarbe. Okay, es ist irgendwie ein schönes Biom.
Aber ich hatte sie auch irgendwo flache Ebenen, also wo es irgendwo ein bisschen flach ist. Hier ist auch Sumpf. Man, ich will nicht an einem Sumpf wohnen. Es sieht schon schön aus, aber es ist nicht so praktisch. Und das ist praktisch. Ein Dorf. Sehr schön. So. Gleich mal wieder anpflanzen. Und hier haben wir Kartoffeln. Ja, können wir Kartoffeln braten. Sehr gut. Bringt halt wenig bis gar nichts. Aber für den Anfang schon gut. Karotten. So, wir gehen in dieses Haus. Nein. Wir gehen. Ja, die Dorfbewohner müssen wir eigentlich nicht retten. Wir gehen in dieses Haus dort, oder? In dieses. Oder in dieses. Nein, da ist viel zu viel Müll drin. Ich gehe, also wir gehen hier rein, bauen dieses Wollzeugs ab und machen ein Bett. Dann haben wir das Problem eigentlich schon gelöst. Das Problem ist gelöst, das Problem ist gelöst. Und bleiben einfach im Dorf. So, komm schon. Also, das haben wir. Das haben wir. Hier könnten wir... Nein, das ist dieser Tisch. Nein, auch nicht. Okay, upgraden. Upgraden, upgraden. So. Zwei sogar. Okay, man bekommt zwei raus. Wusste ich gar nicht. Ich kenne den Mod zu wenig. So. Machen wir mal ein bisschen Eisen. Schauen, wie viel Uhr es ist. Sonne. Sonja, komm schon. Wo bist du? Okay, bald Abend. Bald Abend. Okay, wir nehmen aber ein anderes Haus dann am Morgen. Weil hier nur Schrott drin ist. Von diesem Tinkers Construct. Sachen drin. So. Da. Und noch ein bisschen Eisen, bitte. Ja, die Dorfbewohner nerven ein bisschen. Wir gehen noch weiter nach Nordosten dann, wenn wir genug Nahrung haben. Aber wichtig ist einfach, dass wir jetzt noch ein bisschen Eisen sammeln, Diamanten sammeln und genügend Samen haben zum Anpflanzen. Also Barley sieht sehr gut, Güsersitz ist auch recht gut für die Chocobos dann und so weiter. Also jetzt schlafen. Immer noch nicht. So, also ich freue mich, irgendwas richtig Cooles zu bauen. Da unten in diesem Gebiet, das grüne Gebiet, werde ich sicher etwas bauen. Eine Stadt oder so. Je nachdem, wie es dort aussieht. Aber schaut mal, links ist so ein Marsch, rechts ist ein Marsch, oben ist wahrscheinlich auch ein Marsch. Und das ist nicht so schön, aber wenn ihr halt nur Marsch, keine Meere, keine Seen haben, von mir aus. Aber ich möchte hier noch ein bisschen die Wolle wegnehmen. Eben die Tinker Construct Sachen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Könnten wir aber dann mitnehmen später. Deshalb mache ich hier auch mal ein Waypoint noch. Dorf 1. So, ich möchte... Ja, es ist halt nicht so ein schönes Biom hier oben. Was ist das hier? Ach komm, wir gehen doch nach Süden, oder? Ja, wir gehen nach Süden. Wir gehen doch dort entlang am Meer. Und ja, irgendwo hat es dann sicher eine schöne Gegend. Das ist heute bei Hexed halt ein bisschen schwieriger geworden, schöne Gegenden zu finden. Aber ja,
sollte eigentlich gehen, oder? Dieses Biom in der Mitte, also das Herbstbiom, das werde ich dann irgendwie so ein bisschen umpflanzen, also die Bäume dann holen und dann dorthin, wo wir wohnen, hinsetzen. Und dann geht das auch schon gut. Wollen wir auf diesen Berg dort? Genau deshalb mag ich den Marsch nicht. Genau wegen diesem Grund. Weil man immer runterfällt. So. Und wollen wir halt auf diesen Berg da. Das sieht irgendwie so richtig. Ist das ein Pferd? Schaut euch mal, wie das schlecht aussieht. Tut mir leid an die Entwickler von diesem Mod, aber das sieht wirklich hässlich aus. Deshalb war ich so ein bisschen verwundert. Ah, Schnee haben wir hier. Wir gehen hier irgendwo an einen Fluss, aber irgendwo, wo es ein bisschen gerade ist, dass wir eine Chocobo-Form auch machen können. Links ist das eine Wüste? Muss ich mal kurz schauen. Ja, eine Wüste, die extrem hässlich ist. Boah, sind die laut! Habt ihr diesen Ton nicht anpassen können, liebe Mod-Entwickler? Schrecklich. Wir gehen noch ein bisschen weiter nach innen. Irgendwo muss doch hier einen schönen See geben. Oder Fluss. Wir könnten auch an den Fluss gehen. Oder? Da ist ein Dungeon. Also hier wäre schön. Komm, wir gehen hier. Wir machen das Haus oben drauf und Richtung Süden. Oder hier machen wir die Chocobo Farm. Mal kurz schauen hier oben. Dort drauf könnten wir auch gehen. Nein, wir gehen hier drauf. Wir wohnen hier drauf, oder? Wie findet ihr das? Und hier machen wir die Farm. So. Ist das hier eine Höhle? Das muss ich nicht unbedingt haben. Wir machen hier mal das Zeugs hin. Machen einen Eimer. So. Tun ja, die zwei Sachen mal anpflanzen. Und eine Spitzhacke, also eine Feldhacke, machen wir jetzt noch. So. Machen wir aus Stein. So. Kohle holen dann. Und so weiter. Also, dann machen wir hier den Garten. Vorne die Chocobo Farm. Und ja, mal gucken, was da noch. Eben das Haus natürlich. So. Gießsalm müssen wir nicht hier anpflanzen. Das machen wir hinten bei der Chocobo Farm. Ja, Karotten. Ich mache aber weniger Karotten. Ich mache lieber hier Kartoffeln noch. Okay, können wir die Karotten auch noch anpflanzen. So, ich hoffe, das wird bewässert dort. Aber ich kann mal hier auch noch ein Loch machen. So. Dann werden die auch bewässert. So, also. Jetzt können wir hier noch ackern. Fang an zu ackern. Das beste Achievement. So, Baumfällen, das geht ja mit dem Treecaptor-Mod recht gut. Ist ein bisschen verbuggt, dieser Mod, aber scheiß drauf. Und jetzt haben wir hier Kohle, sehr gut. Hier haben wir Kohle und können die Kohle abbauen. Das freut uns sehr, auch wenn wir ein paar Shadowbugs haben. Aber das war ja in diesen Versionen eigentlich immer so. Auch in den neuen Versionen ist es manchmal noch anzutreffen. Und Red-Gestöns haben wir ja auch. Dieses Red-Gestöns nervt, man. Was ich noch machen will, ist auch ein bisschen Technik. Ich möchte unbedingt noch ein bisschen lernen. Wenn ich wirklich mit Technik, mit Redstone dann auskenne, mache ich dann auch
Adventure Maps und so weiter. Und dann dürft ihr natürlich dort auch wünschen. Ich habe nämlich eine richtig gute Idee. Wenn ihr der Film Cube und Hypercube oder wie das heißt, der zweite, oder einfach Cube 2, keine Ahnung mehr, kennt, da hat man so Räume gehabt, also ein Würfel, wo ganz viele Würfel drin sind. Du gehst jetzt sterben, du lautes... Boah, ist das laut. Eben, da gibt es immer so Rätsel in den Cubes-Teilen, also in diesen Cubes, im Cube, im großen Cube, im gigantischen Cube. Und man muss irgendwie den Weg rausfinden. Und das so etwas möchte ich machen, einfach ohne Cubes, sondern mit richtigen Räumen, also mit halt Dungeon-ähnlichen Räumen, also Ketten-Dungeon, so wie bei Zelda oder so. Und in jedem Ding ist etwas Cooles, also coole Rätsel, coole Herausforderungen, coole Suchereien und so Sachen. Also wenn man mal Schalter suchen muss oder wenn man mal andere Dinge suchen muss, vor allem dann ja, wäre es so gut, wenn wir halt einen Raum haben, der nicht viereckig ist, sondern rechteckig oder oval oder rund, also immer anders. Das wäre das Beste. Den pflanzen wir an. Den können wir auch hinsetzen. So. Das auch. Das können wir hinsetzen. Das. Die zwei Spitzhacken Materials and You. So. Und jetzt möchte ich gerne den Baum da oben anpflanzen. So, hier. Gut. Da haben wir noch ein bisschen mehr Weizen. Sehr viel entspannter als im Multiplayer, wo man dann immer aufpassen muss, dass nicht irgendwo Meteoriten runterkommen und euch begraben. Aber eben, wir brauchen so schnell wie möglich Meteoriten, darum gehen wir jetzt unter Berge. Oder unter Tage eher, auf dieser Seite. Aber wir haben auch keine Nahrung gerade. Das ist das Problem. Ja, irgendwie kommen wir schon zu Schlag. Wir müssen aber unbedingt jetzt schon mal unter zu einem Dungeon, zu einem Spawner. Okay, Monster Spawning, Spawner incoming. Wir machen einen Monster Spawner. Und cool, eine Doppeltruhe hier. Sehr schön. Also, nächster Schritt, Monster Spawner machen. So, hier haben wir Wasser. Machen wir mal weg. Also hier drauf machen wir das Haus oder so. Und mal schauen, oder hier drauf. Ich will einfach nicht so weit weg von der Chocobo Farm sein, damit die Chocobos eigentlich immer wachsen. Und ja, wir müssen nicht so ein großes Haus machen. Komm, wir machen einen Turm oder so. Einen Turm des Bösen. Des Bösen. Nein, ein guter Turm. Ein schöner Turm. Und okay. Ich hab's gesehen. Hey Leute, ich habe Diamanten gesehen. Habt ihr auch Diamanten gesehen? Super. Dann schreibt bitte in die Kommentare. Ja, ich hab sie auch gesehen. Oh Gott. Ja, genau. So. Ich gehe hoch zu den Diamanten. Zu den Diamanten. Und nehme die Diamanten zu mir. So. Also. Was machen wir jetzt? Wir schlafen jetzt eine Runde. Und dann graben wir uns nach unten. Einfach so senkrecht nach unten. Wir könnten es hier machen. Genau. So. Und dem Baum schlafen wir. Und machen noch einen Waypoint, genau. So, der Waypoint machen wir hier. Haus 1. Da haben wir schon wieder einen autonomen Wald, also Herbstwald.
Hier haben wir wieder ein Dorf. Kommen wir gerne noch zuerst zum Dorf. Dann haben wir in der zweiten Folge eine Mining-Folge. Auch gut. Im Dorf können wir nämlich... Ja, hier könnten wir auch runter. Genau. Hier haben wir auch eine Höhle. So, erste Folge Erkundung. Zweite Folge Mining. Dritte Folge Bauing. Vierte Folge Erkundung wieder. Und dann wieder Mining. Und dann wieder Bauing. So. Also Erkundung ist so mit Dungeons machen, mit der Welt erkunden. Mining ist so mit halt alles mögliche Farmen. Ja, sagen wir Farming. Und dritte Folge ist Bauen. Alles mit Bauen Ding. Und das wechseln wir immer wieder ab. Wenn ich es nicht vergesse oder einmal überspringe oder so, tut es mir leid, aber 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So folgen wir eigentlich diesen Parts. Und finde ich eine gute Idee. Also das finde ich toll, dass ich das herausgefunden habe. Also ja, so machen will. Und wenn ihr es auch gut findet, dürft ihr das natürlich auch sagen. Auch was nicht so gut ist, schreibt es ruhig, wenn ihr irgendwas nicht so zufrieden seid. Auf jeden Fall möchte ich einfach, dass das Projekt Motivation bietet, dass das Projekt wie sagt man, einfach euch Spaß machen wird. Es bringt nichts, wenn ihr das Let's Play zwar schaut, aber nicht glücklich seid. Und deshalb dürft ihr jederzeit Wünsche, Anregungen, Vorschläge und weniger laute Pferde wünschen. Und das ist wirklich schrecklich. Also der Mod, der ist wirklich schrecklich. Der ist das Smoke Creature? Nein, das ist ein anderer Tiermod. Das ist viel zu laut. Kann ich doch gar nicht irgendwie... Sonst müssen wir fliehen von diesen Pferden, weil sie zu laut sind. Hallo? Aha. Einfach falsch angezeigt. Ich werde heute noch ein paar Pferde töten. Das ist... Die sehen so schrecklich aus. Sie haben viel zu fetten Körper. Menschenbeine. Oh Gott. Die haben sie einfach hingeklotzt. Ich finde manche Mod-Entwickler wirklich blöd. Klotzen einfach Dinge hin, die gar nicht passen. Die einfach gar nicht durchdacht sind. Das ist das größte Problem. So. Also, hier haben wir noch ein bisschen Spinnnetze. So, ein Iron Helmet aufnehmen. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann tun wir hier mal das Zeug, das wir gleich nicht brauchen. Ja, wir brauchen leider alles. Okay, wir gehen wieder zurück. Aber hinten durch. So, nochmals ein Pferd töten. Die müssen verschwinden. Die dürfen nicht hier sein. Sie müssen weg. Sie müssen also in dieser Welt. Sie können in anderen Welten spawnen, aber nicht in unserer Welt. Die sind viel zu laut. Viel zu laut. Und das tut mir auch leid. Aber eben das ist dieser Kackmod. Blöde Pferde, blöde Tiermod, ey. Immer alles zu laut. Man kann es nicht leise stellen, sonst haben wir keine anderen Töne mehr. Das ist auch eine Frechheit. Ja, also komm, wir machen einfach weiter. Ignorieren diesen Pferde. Die spawnen sowieso dann wieder. Müsst ihr schauen. Die sind dann plötzlich wieder da. Frechheit. Die wollen einfach nicht, dass ich so glücklich bin mit euch. Die wollen, ach komm, diesen Kack stecken. Pferdefleisch. Brauchen wir nicht. So, mal gucken, was hier in diesem Schutthaufen ist noch. Nichts, okay. Hm, na gut. Schade. Dachte, der Schutthaufen hat noch was in sich, aber wenn das nicht so ist, dann ist es so nicht. Also Large Head brauchen wir gerade auch nicht. Die Pfeile könnten wir noch mitnehmen.
Ach komm, die Sticks. Die Sticks, du für die Kuckisch. Die Sticks. Kuckessen. So, wir gehen wieder darüber. Sieht wahrscheinlich auch wieder Nacht bald. Und im nächsten Part gehen wir Dungeon, also meinen. Aus dem irgendwie noch die Bäume holen. Können wir auch im Südosten. Und was könnten wir noch machen? Ja, einfach meinen, Strip meinen vor allem. Damit wir da noch schon Ding haben. Sag schon. Ausrüstung haben für den dritten Part. Der dritte Part ist ja dann bauen. Die Items haben, also die Diamanthacken und so. So. Was ich dann noch machen will, ist eben die Farm. Ab zuerst das Haus. Oder zuerst die Umzäunung. Ja, dann ist im Baupart, also im dritten Part dann eigentlich die Umzäunung für die Chocobos notwendig. Aber im zweiten Part müssen wir unbedingt noch Ding sammeln. Sag schon. Meteoriten. Wir brauchen. Haben wir Ding? Rezeptmodus bitte. Genau, Meteorchip, Redstone und Cobblestone. Da machen wir Meteorit Shields hier im Süden und im Norden hin. Oh, Meteor Work in Progress, okay. Der wurde auch nie weitergemacht, weil Sexy immer noch 1.52 ist. Haben die wahrscheinlich nicht weiterentwickelt. So, ich möchte heute noch kurz, also jetzt noch diesen Part einfach vorbereiten aufs Meinen. Deshalb brauche ich noch ein bisschen Eisen. Also, wir brauchen Sticks. So. Zwei von denen. Ein Schwert bitte. Eine Schaufel. So. Mehr Ding, dann mache ich noch eine Axt. Gut, also das austauschen, Schwert austauschen, Zeugs hier rein tun. Ja, da müssen wir noch mehr Kisten. Ah, haben wir ja schon. Wir haben ja die vom Dungeon und vom Dorf mitgenommen. So. Also, hier kommen mal. Na ja, die hast nämlich nicht mit zu meinen. So. So. Da können wir noch Weizen reinmachen. Brot müssen wir. Wir nehmen Brot mit zu meinen. So. Dann haben wir das. Gut. Noch ein bisschen ums Ding können. Es gibt leider keine Ding. Ich möchte hier noch das fließende Wasser weg mal. Jetzt hört man es auch nicht mehr so. Ja, noch ein bisschen Lehm sammeln. Können wir sicher gebrauchen. Das ist auch schön, dass es hier nicht ins ein Loch wird. Sondern so ein bisschen eine Grube. So. Mit Lehm können wir sicher auch etwas Schönes bauen. Dörfer, die oder Städte, die einem Clan gewidmet sind, ringsum ein paar Burgen oder so. Und ihr dürft wünschen, was es für Clans sind. Beschreibt sie ein bisschen, dürft sie auch per E-Mail schreiben, wenn ihr sie nicht so öffentlich haben wollt. Oder einfach die anderen Leute ein bisschen unerwartet, ja, wie soll ich sagen, dass die anderen Menschen es sich drauf freuen, indem sie eben es dann sehen im Part und nicht schon wissen, wenn
Ja, wenn, wenn ihr es schon sagt, oder? Dass ihr einfach das per E-Mail am besten macht an draco mit c basler@gmail.com, dürft ihr alles, Wünsche, alles Mögliche. Ihr solltet einfach als, als Titel dann Hexit Let's Play oder so schreiben. Damit ich weiß, ah, das ist vom Hexit Let's Play und nicht vom Attack of the B-Team Sir oder so. Und ja, also, schlafen wir noch kurz. Gut, schön, schön. Und wir machen hier noch die Sachen rein. So, das auch, das. Also, das Schwert noch, das und das. Und die Stonehoe brauchen wir auch gerade nicht. Dann haben wir nächstes Mal hier gleich mal alles bereit und können im nächsten Part meinen gehen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eben alle Wünsche oder so könnt ihr in die Kommentare schreiben oder per E-Mail versenden. Ja, einfach schicken. Und im Forum dürft ihr auch über mein Let's Play diskutieren. Alles Mögliche. Nutzt es, wenn ihr wollt. Und es ist halt jetzt noch leer, aber eben, einer muss ja irgendwann mal anfangen, mit mir irgendwas zu reden. Ja, fände es richtig cool. Wenn so ein bisschen etwas ja, ich würde es planen können, dass ich weiß, was schlecht ist und so weiter, dass ich es verbessern kann oder auch weiß, was gut ist. Und ja, ich werde ja gerne ein bisschen besser. Das werden wahrscheinlich alle Let's Player gerne. Und ihr könnt also Let's Play eigentlich ganz gut unterstützen, wenn ihr einfach paar Kommentare schreibt, was sie machen sollen, was sie ja, wünscht euch hier etwas in diesem Let's Play und in anderen Let's Plays von mir. Dürft ihr jederzeit irgendwas wünschen, dürft ihr jederzeit ja, was vorschlagen, was verbessern, was, ja, also eben, ich bin sehr frei, ich bin ein freier Let's Player und das ist gut so. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, schöne Vögelchen. Tschüss. Dankeschön fürs Schauen. Bye.